Auf unserer Reise entlang der Straße der Kaiser und Könige erkunden wir diesmal die Wiege des ungarischen Königtums, welches mit Stephan dem Ersten, dem Heiligen, im Jahre 1000 hier in Estergom gegründet wurde. Mit der Erhebung in den Königsstand wurde Ungarn eine römisch-katholische Bastion, die sie der 140-jährigen Besatzung durch die Osmanen und dem kommunistischen Nachkriegsregime im 20. Jahrhundert zum Trotze bis in die heutige Zeit geblieben ist. In Estergom, deren deutscher Name Gran lautet, der damaligen Hauptstadt des ungarischen Königreiches, stand der erste Königspalast und hier wurde auch über die Jahrhunderte eine der größten Kathedralen der Welt erbaut. Die St. Adalbert-Kathedrale wurde letztendlich 1869 fertiggestellt und ist bis heute Sitz des Erzbischofs von Budapest und Primas von Ungarn. Der gigantische Dom und die einzigartige Lage der Basilika und des ehemaligen Königspalastes direkt über der Donau sind nicht nur beeindruckende Zeitzeugen der ungarischen Geschichte, sondern auch ein wichtiges Identitätssymbol der modernen ungarischen Nation. Einige Kilometer stromabwärts, kurz bevor die Donau eine fast 90 Grad Biegung gegen Süden macht, liegt ein weiterer bedeutender Königssitz in der Geschichte Ungarns, Visegrád. Im Spätmittelalter wurde hier eine riesige Festungsanlage errichtet, die aus mehreren in sich geschlossenen Festungsteilen bestand. Ergänzt wurde die Militäranlage durch einen repräsentativen Palast, der ab dem 14. Jahrhundert den architektonischen Hintergrund der großen Königstreffen der Ungarn, der Böhmen und der Polen bildete. Doch die Osmanen hinterließen auch in Visegrád während ihrer Herrschaft in Ungarn nur Schutt und Asche. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts begann man mit der Rekonstruktion der Festungsanlagen. Vor wenigen Jahren startete der Wiederaufbau des einstigen Palastes. In Visegrád setzt man heute touristisch auf die große mittelalterliche Geschichte der Stadt. Im unteren Schloss mit seinem beeindruckenden Salomonturm kann man sich an Ritterspielen und anschließenden Rittermahlen erfreuen. Jenen, die jetzt vielleicht die Nase rümpfen und diese Angebote als Kitsch abtun wollen, sei versichert, dass sich die darstellende und kulinarische Qualität dieser Visegráder Ritterinszenierungen wohlwollend von manch anderen vergleichbaren Tourismusattraktionen abhebt. Von Estergom nach Visegrád, das ist eine Reise zu den Wurzeln des ungarischen Königtums in einer großartigen Landschaft direkt am mächtigen Donaustrom.